Hallo, in dem Video gebe ich einen kurzen Quick-Tipp zu der Hirntechnik in Photoshop. Und zwar, wenn man Composings macht in Photoshop oder Webseiten oder Designs, dann hat man in der Regel größere Fenster, Ebenen. Und damit man diese Ebenen besser bearbeiten kann oder damit man nicht so rumscrollen muss, rauf, runter, kann ich hier mal kleiner ein, wenn ich hier diese Ebenen rauf und runter gehe, dann kann ich in diese Ebene klicken und mit der rechten Maustaste einstellen, ob ich ganz kleine Ebenen haben möchte oder mittlere, große und ganz große. Allerdings gerade hier bei Composings und wenn ich Designs in Photoshop bearbeite oder gestalte, dann bietet sich an, die mittlere Version Variante zu wählen, da ich dann hier weniger rauf und runter scrollen muss und einen besseren Überblick hier über die Ebenen habe. Der zweite Tipp, den ich diesem Quick-Tipp noch hinzufügen, ist hier, dass ich die Ebenen ordentlich gestalten kann. Hier, also mit der rechten Maustaste rein, dann habe ich hier diverse Farben, die ich mir auswählen kann und die werden dann hier angezeigt. Das ist, wenn ich bestimmte Bearbeitungsschritte hier beim Modell beispielsweise oder so habe, dann finde ich das dann auch wieder einfach, kannst du auch mit Gruppen, mit Steuerung G, mit einer Gruppe zusammenfügen, gehen wir hier einen Schritt nochmal zurück, oder ich könnte die Gruppe auch gleich hier anlegen, oder auch wieder mit Rechtsklick und eine Gruppe erstellen. Gut, das war mein Quick-Tipp zur Ebenentechnik. Bis zum nächsten Video von mir. Tschüss.